Golfsport gehört nicht zu den Kampfsportarten, damit beginnt das Urteil. Kommt darauf an, ich meine, wenn du neben mir stehst und ich den Schläger zweckentfremde. Lieber Matthias, vor knapp 10 Tagen waren wir im Norden Münchens bei den BMW Open in Eichenried. Deshalb heutiges Thema, alles rund um den Golfsport. Was hast du von dem Tag mitgenommen? Ja, passend zum aktuellen Thema, genau, Golf Eichenried. War ein super schöner Tag, hat ein super schönes Wetter vor allem. Bedauerlicherweise habe ich es nicht geschafft, zu Beginn den weitesten Abschlag hier zu schaffen gegenüber einem Profispieler, sonst hätte ich was gewinnen können. Ich muss mir also alles leider hart erarbeiten, das war etwas traurig. Aber sonst war es ein sehr schöner Tag. Den Callaway Driver hast du also nicht mitgenommen? Nee, es wäre schön gewesen, wenn ich über 200, ich glaube 80 oder sowas Meter gekommen wäre. Ich war bei 180, also es ist noch Luft nach oben. Gewonnen hat ja ein chinesischer Spieler, Li Haotong. Jetzt gewinnt der ein ordentliches Preisgeld hier in Deutschland. Das führt uns gleich zur ersten Frage, wie wird das versteuert? Also wir müssen jetzt wieder unterscheiden, der chinesische Spieler ist ja in China dann ansässig und dann in Deutschland hat er aber einen Tätigkeitsort und Staat jetzt, auch wenn er nur ein paar Tage da ist. Und dann wird er in China unbeschränkt besteuert und in Deutschland beschränkt besteuert. Und weil er Sportler ist und weil er in Deutschland dann halt quasi Einkünfte aus seiner Golftätigkeit generiert, gibt es den 50a ESDG, der dann sagt, du wirst so mit 15% zunächst einmal pauschal besteuert. Das wird einbehalten in Deutschland. Und dann muss er aber doch am Ende des Jahres auch nochmal eine beschränkte Steuerpflicht in Deutschland dann eine Steuererklärung abgeben. Gegebenenfalls zahlt er dann auch nochmal mehr in Deutschland. Und der Ansässigkeitsstaat, also in seinem Fall China, würde dann die in Deutschland richtige Steuer, je nach DBA, also Doppelbesteuerungsabkommen China und Deutschland, würde dann der Ansässigkeitsstaat, in dem Fall China, die in Deutschland gezahlte Steuer in China freistellen oder anrechnen auf die dortige Einkommensteuer. Es gibt dann noch Freistellung unter Progressionsvorbehalt, aber das sind die grundsätzlichen Methoden. Du hast angesprochen, 15% der Steuer werden direkt einbehalten. Das macht der Veranstalter. Ja, genau. Jetzt hier in Deutschland würden die eben sozusagen weniger auszahlen von so einem Preisgeld, 15%. Damit dann auch das Steueraufkommen in Deutschland gesichert ist, würde er eben quasi in Anführungsstrichen dann halt weniger bekommen. Okay. Das ist ja das Wichtigste. Wie ist es denn umgekehrt? Wir haben einen deutschen Spieler und der spielt in den USA beispielsweise und gewinnt dort ein Preisgeld. Ja, genau, ähnlich. Ne? Also sozusagen Seitenverkehr, der wäre dann in Deutschland ansässig und wäre hier unbeschränkt steuerpflichtig. Im Ausland wäre er dann beschränkt steuerpflichtig, egal wo er halt spielt, jetzt in dem Fall USA. Und dann wäre wieder das DBA Deutschland-USA anzuwenden. Und auch hier müsste man dann reinschauen, wie denn solche Einkünfte, wer denn das Besteuerungsrecht hat für solche Sporteinkünfte oder Golfeinkünfte, also USA oder Deutschland, wenn dann entsprechend in USA dann eher nur beschränkt steuerpflichtig ist, weil er halt da nur eine begrenzte Zeit ist und er in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtig ist, dann würde die in USA erhobene Steuer auf die deutsche Einkommensteuer entweder angerechnet werden oder die in USA entrichtete Steuer würde dann in Deutschland freigestellt werden oder unter Freistellung, mit Freistellung unter Progressionsvorbehalt in Deutschland behandelt werden. Alles klar, in gebotener Kürze. Ja, das ist immer ein Steuerrecht, da muss man immer sagen, auch in der Kürze, wenn das so ist, dann ist das so. Wir wollen ja hier nicht nur in Anführungsstrichen Show machen, wie manch anderer Kanal auf YouTube, sondern wir wollen ja Inhalt vermitteln. Und Inhalt ist natürlich immer auch etwas, sagen wir mal, in der begrenzten kurzen Form schwierig zu vermitteln und viele Ausnahmen dabei, aber zumindest in der Tendenz, in der Grundaussage sind die Aussagen, in der Grundtendenz sind die Aussagen richtig, sonst würde man sie so nicht treffen, bei aller Bescheidenheit. Gehen wir mal vom Profisport hin zum privaten Freizeitsport. Du und ich, wir sind ja Mitglieder in jeweils einem Golfclub. Können wir denn diese Mitgliedschaftsgebühr von unserer Einkommensteuer absetzen? Du bist natürlich Mitglied in einem ganz anderen Golfclub als ich. Schön, dass wir das jetzt nochmal ein bisschen hier mit Schweigen behandeln. Aber ich meine, der Rising Star kann sich natürlich in einem anderen Golfclub erlauben als hier Rechtsanwaltssteuerberater, klar. Aber wenn wir jetzt mal von den hohen Mitgliedergebühren bei dir und den niedrigen Golfmitgliedsgebühren bei mir mal ausgehen und uns die Frage stellen, ob wir das irgendwo absetzen können, dann müssen wir uns die Frage stellen, ob diese Golfmitgliedschaft einen Einfluss hat auf das Einkommen, auf die Generierung des Einkommens, ob das final oder causa quasi mit unserer Einkommenserzielung in Zusammenhang steht. Und da muss man sagen,
Eher nicht. Also das kann man relativ kurz machen. Das ist eher ein privates Vergnügen. Kann auch nicht argumentieren, ja, da lernt man Leute kennen und dann irgendjemand dann und so, das mag alles sein. Aber das ist viel zu diffus und nebulös und zu wenig bestimmt, als dass man jetzt da guten Gewissens und seriös diese Kosten ansetzen könnte. Das ist ähnlich wie bei einem Jagdbetrieb beispielsweise. Da ist das, oder bei einem, wenn Sie jetzt eher etwas Privates, ein Hobby haben und es möchten Sie in die berufliche Einkunftssphäre verlagern, dann ist da eher davon abzuraten, das anzusetzen. Es scheint fast so, als hättest du die Frage bereits ein, zwei Mal gestellt bekommen. Ja, genau, genau. Also das wird ja immer wieder, ich meine, es wird immer versucht, private Aufwendungen in den steuerlichen Nexus zu bekommen. Aber also das, wenn man da seriös sein will und bleiben will, und das bin ich und will ich, dann kann man da eigentlich nur sagen, da geht nahezu nichts. Auch wenn Sie vielleicht woanders dann hören, bei Genossenschaften können Sie private Aufwendungen dann betrieblich nutzbar machen. Wenn, dann geht es in einem ganz beschränkten Umfang. Aber das können Sie nicht in der Breite, jedenfalls nicht seriös vertreten. Ich habe noch von der Rechtsprechung die Argumentation, einerseits, wie du gesagt hast, die Mitgliedschaft im Golfclub betrifft immer auch die private Sphäre des Arbeitnehmers und objektive Kriterien für eine Aufteilung fehlen. Ja, und das war eben das, wo der BfH das sogenannte konstitutive Aufteilungs- und Abzugsverbot vom 12 ESDG entwickelt hat. Der hat nämlich gesagt, wenn ein Teil auch privat veranlasst ist von den Kosten, dann ist im Prinzip alles nicht abzugsfähig. Das ist ein bisschen aufgelockert worden, dieses konstitutive Aufteilungs- und Abzugsverbot. Das heißt, wenn Sie ganz klar und eindeutig trennen können, was jetzt beruflich veranlasst war und was privat, dann können Sie Kosten auch aufteilen oder Betriebsausgaben oder Werbungskosten, sei es jetzt bei Gewinneinkünften oder Überschusseinkünften. Aber das geht halt nur in den Fällen, wo Sie das klar zuordnen können. Bei Computernutzung, bei Telefonnutzung, bei Reisekosten, wenn man jetzt wirklich sagt, da war es privat und da war ein Teil eben beruflich veranlasst, dann kann man das aufteilen. Aber in dem Golf, also in der Golfmitgliedschaft und Golfclubs eher nicht. Wir verlassen das Feld der Einkommensteuer und gehen auf die Umsatzsteuer ein. Mhm. Und zwar bei Golfclubs. Mhm. Ich meine, ich bin mir sehr sicher, dass bei meinem letzten Mitgliedsbeitrag keine Umsatzsteuer ausgewiesen war. Jetzt sehe ich hier aber BfH April 2022 kein Steuerprivileg mehr für Sportvereine. Mhm. Hier in dem Urteil, in dem Grundsatzurteil, ging es tatsächlich auch um einen Golfclub, bei dem es hieß, dass entgegen der bislang geübten Praxis Leistungen von Sportvereinen an ihre Mitglieder gegen allgemeine Mitgliedsbeiträge jetzt umsatzsteuerbar sein sollen. Ja, das ist ganz neu, denn eigentlich sind so Mitgliedsbeiträge bisher immer eben nicht umsatzsteuerbar gewesen. Weil man gesagt hat, da ist kein konkreter Leistungsaustausch jetzt da. Und bei so einem üblicherweise, das muss nicht sein, aber wenn das gemeinnützig strukturiert ist, dann gibt es ja die vier Bereiche, ideeller Bereich, Zweckbetrieb, wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb oder Vermögensverwaltung. Und im ideellen Bereich, da hat man eben nie jetzt Umsatzsteuer erhoben. Sodass man sich jetzt da die Frage stellt, ob das jetzt Einfluss auf die Gemeinnützigkeitsbesteuerung insgesamt hat, ob jetzt da dann eben ein Leistungsaustausch konkret vorliegt und dann halt Umsatzsteuer erhoben werden muss bei solchen Beiträgen. Ne? Was natürlich unglücklich ist, weil man dann halt, wenn man keinen Vorsteuerabzug hat, die halt drauf hängen bleibt. Ne? Ich habe noch ein anderes Urteil gefunden aus dem Dezember 2020. Ja. Nicht ein FG, auch nicht der BfH, sondern gleich der EuGH. Ja. Der EuGH hatte sich mit der Frage beschäftigt, ob sich denn ein Golfclub, erstaunlicherweise im Westen Münchens, Schloss Igling, ob der sich auf die Mehrwertsteuerrichtlinie berufen kann, die unmittelbar wirken soll in Deutschland. Artikel 132, eine gewisse Steuerbefreiung für sportliche Einrichtungen, wurde versucht. In dem Fall hatte das Finanzamt Umsatzsteuer erhoben. Das Finanzgericht München hatte diese Umsatzsteuer dann wieder aufgehoben. Der BfH wusste das auch nicht so ganz, hat das Ganze weitergegeben an den EuGH. Und der EuGH hat dann entschieden, der Golfclub kann sich nicht auf die Mehrwertsteuerrichtlinie berufen. Okay, okay. Ich meine auch auf die Gefahr hin, dass wir jetzt hier, eine Stufe zu weit vor mich wage, aber weißt du denn, warum denn der EuGH gesagt hat, dass sich der Verein nicht auf die Mehrwertsteuersystemrichtlinie berufen kann? Weil normalerweise, sagen wir mal, ist es denkbar, gerade jetzt auch im nationalen Bereich unter Privaten oder beziehungsweise auch zwischen dem Verein, der zwar keine natürliche Person ist, aber das sollte eigentlich nichts ausmachen, und dem Staat,
sofern die EuGH, nicht die EuGH, sondern die europäische Regelung für den günstig ist und ausreichend bestimmt. Und da gibt es ein paar Voraussetzungen, dass die unmittelbar Gültigkeit ja, ich meine, haben ich meine tatsächlich, dass aber, es daran gescheitert ist. Okay, dass das und ich glaube, okay. so schnell finde ich das hier nicht in dem neunseitigen Urteil, aber da gab es irgendwo den Absatz, dass in Einklang mit der früheren Rechtsprechung zu Artikel 13 auch Artikel 132 nicht direkt anwendbar sei. Okay, also vielleicht war es dann tatsächlich so, dass das nicht, EuGH sagt ja immer dann vollkommen, ne, ausreichend bestimmte und konkrete Regelung war in dem Europa-Vertrag, in dem Gesetz, sodass es dann nicht möglich war, sich ausnahmsweise halt direkt darauf zu berufen. Aber grundsätzlich, gut, was heißt schon grundsätzlich, aber die Regelungen, also wenn die inhaltlich vollkommen sind, dann sollen die auch direkt unmittelbar Anwendung finden. Deswegen hat der BFH auch ausgesetzt und die Frage vorgelegt, ne, dann zum EuGH. In dem Urteil, witzigerweise, da wurden auch die Tätigkeiten dieses Golfclubs aufgelistet, die Tätigkeiten, die dann der Umsatzsteuer unterliegen. Ja, und da gab es dann, gut, Nutzung des Golfplatzes, mietweise Überlassung von Caddies, Verkauf von Golfschlägern. Ja. Und dann lese ich, Vermietung von Golfbällen. Da hatte ich schon den Witz auf den Lippen, dass das ja eine ganz schön gewagte Geschäftsidee ist, Golfbälle zu vermieten. Ja. Ich weiß, bei dir, das wäre nicht gewinnbringend. Ich meine, sie finden den Golfball halt nicht wieder bei mir. Ich muss dann einen Golfball gleicher Art und Güte versuchen, wieder zurückzugeben. Aber sonst mit der Miete wird es schwierig, genau. Bis ich verstanden habe, dass dieses Vermietung von Golfbällen die Golfbälle auf der Driving Range bedeutet. Okay, ich verstehe. Ja, gut. Genau. Und die Driving Range führt uns auch gleich noch zum letzten Thema, Matthias. Die Haftung bei Verletzungen im Golfsport. Körperverletzungen oder auch Sachbeschädigungen. Genau. Wir haben hier ein Urteil, witzigerweise hier nochmal klargestellt, Golfsport gehört nicht zu den Kampfsportarten. Damit beginnt das Urteil. Mhm. Kommt darauf an, ne? Ich meine, wenn du neben mir stehst und ich den Schläger zweckentfremde, dann mag das vielleicht auch anders interpretiert werden können. Aber Genau. Deshalb könne ein Spieler, obwohl hier Turniergruppen in dichter Folge gespielt haben, von hinten nach vorne geschlagen hat und dabei einen Mitspieler getroffen hat, dem wurde hier eine Mitschuld gegeben in Höhe von 25%. Aber wir haben hier ein anderes Urteil, das dürfte dich vielleicht noch ein bisschen mehr überraschen. Parken neben der Driving Range. Ein Auto parkt neben der Driving Range. Der Spieler geht auf den Platz. Immerhin daneben, ne? Nicht auf. Genau. Kommt zurück. Die Scheibe ist eingeschlagen. Ja. Wunderbar. Etwas unglücklich. Es könnte ein sozial adäquates Risiko sein, dieses Fahrzeug dort vor Ort zu nah an dieser Driving Range geparkt zu haben. Unter Umständen keine Schadensersatzpflicht. In der Tat. Man weiß es nicht. Ich lese hier in der Urteilsbegründung, das Risiko von Schäden durch verirrte Golfbälle ist nicht völlig auszuschalten. Dass Bälle eine andere Bahn einschlagen könnten, als beim Abschlag vom Spieler beabsichtigt, liegt in der Natur der Sache. Wunderbar, das erinnert mich doch an ein ähnliches Urteil. FG, auch München natürlich, wo sonst zur Wiesn 2018, ob es sozial adäquat sei, wenn man so einen Maßkrug an die Schläfe bekommt und dann insofern eine bedauerlicherweise Körperverletzung davonträgt. Das hat das FG München diskutiert, hat dann allerdings gesagt, naja, es ging dann darum, einen Platzverweis auszusprechen, deswegen VG-Urteil, es war nicht direkt Schadensersatz, und hat dann gesagt, naja, also wenn es mag sozial adäquat sein, dass man infolge des Alkoholkonsums eine herabgeminderte Hemmschwelle hat, aber es ist wohl nicht hinzunehmen für den Gast, dass er also einen blutig geschlagenen Kopf mit dem Maßkrug kriegt. Also kann man so oder so sehen. Oh weh. Den angesprochenen Platzverweis spreche ich gleich auch aus. Aber einen letzten Satz habe ich noch, bevor du das letzte Wort bekommst. Diese Driving Range, dieser Golfclub hatte 20 Meter hohe Fangnetze gespannt. Natürlich meinte der Kläger, das sei nicht hoch genug. Urteilsbegründung, bei der theoretisch möglichen Flughöhe von Golfbällen ist letztlich kein Zaun hoch genug. Wunderbar. Ich meine, da hatte wahrscheinlich das Gericht dich vor Augen als Begründung, wenn du natürlich hier mit deinen 300 km/h auf den Golfball einschlägst und dann 280 Meter weit ist, dann mag das stimmen. Ne? Aber so in der Laiensphäre, ne, im Durchschnitt, dann mag vielleicht auch 20 oder 30 Meter hoch ausreichen, die Höhe. Matthias? Dann
bedanke ich mich wieder sehr für deine Ausführungen. Ich habe zu danken. Vielen Dank fürs Vorbereiten auch, Max. Und danke Ihnen fürs Zuhören. Hoffentlich hat es Ihnen gefallen. Und wir freuen uns natürlich über Likes und Kommentare. Vielen Dank und bis bald.